uns diese sogenannten Highlights verdient. Man muss sich das mal vorstellen, wenn ich richtig gerechnet habe, war es heute unser 59. Pflichtspiel. Nur Bamberg hat aufgrund der Euroleague-Teilnahme etwas mehr Spiele gehabt. Wir haben die Hauptrunde als Dritter abgeschlossen mit 26 Siegen. Ich glaube, das ist ein absolut hervorragendes Ergebnis. Wir haben uns damit das Heimrecht in den Playoffs gesichert. Wir werden jetzt mindestens in dieser Saison 7 Spiele gegen Bayreuth haben. Ich will jetzt nicht viel über den Gegner sagen. Wie gesagt, wir haben uns das Heimrecht gesichert. Wir stehen am Freitag im Halbfinale gegen Monaco. Das ist das nächste große Highlight. Auch dafür haben wir hart gearbeitet, in 3 Qualifikationsrunden uns durchgesetzt, in der Hauptrunde der Champions League durchgesetzt, mit Oldenburg und Bayreuth 2 deutsche Teams aus dem Weg geräumt, um in dieses Halbfinale zu gelangen. Das sind für Ludwigsburg, für die Rahmenbedingungen, die wir haben, exzellente Ergebnisse. Auf der anderen Seite wissen wir auch, das ist so ein bisschen wie bei Formel 1, außer dass das Qualifying vielleicht extrem lang gedauert hat, nämlich 8 Monate. Wir haben eine gute Position jetzt in den beiden Wettbewerben erzielt. Wenn wir fokussiert unsere Stärken nutzend in diese, sagen wir mal, beiden Wettbewerbe hineingehen, dann haben wir eine gute Chance. Und das ist letztendlich auch das Ziel, mit dem wir antreten. Naja, wir haben immer gesagt, glaube ich auch schon vor 5 Jahren, als wir das wieder das erste Mal erreicht haben, dass es uns gar nicht so sehr um ein Ergebnis allein in einer Saison geht, sondern letztendlich um eine Entwicklung. Ich glaube, das hat sich die letzten 5 Jahre im Positiven gezeigt. Wir haben dieses Jahr das erste Mal es geschafft, das Heimrecht in der Viertelfinalserie zu haben. Das ist mit Sicherheit ein Vorteil, den man aber auch nicht überschätzen darf. Wie gesagt, das ist aber jetzt der zweite Schritt. Wir haben jetzt erstmal die Reise nach Athen vor uns und dann, wie gesagt, das Halbfinale gegen Monaco. Ein sicherlich sehr, sehr starker Gegner, erster in der französischen Liga, sehr, sehr souverän, sich qualifiziert für das Final Four. Und das ist jetzt unsere nächste Aufgabe und damit beschäftigen wir uns und alles, was danach kommt, machen wir dann anschließend. Ja, wir sagen, der Tisch ist gedeckt. Also wir haben uns für diese Turnier vorbereitet und wir erwarten eine Top-Mannschaft in Monaco, die sehr athletisch auf ihre Position ist und auch sehr stark unter dem Korb mit 2, 3 ehemaligen Alba-Spieler, mit Leuten, die jeder europäische Top-Verein kennt, weil die sind Top-Spieler. Auch die Backups sind Gladier und Robinson, die Leute auf der Bank sind Top-Spieler, waren Top-Spieler für Top-Vereine. Aber ja, wer weiß, in einem Turnier, es ist 2 Spiele in 3 Tagen und wir freuen uns riesen auf dieses Chance. In Athen, sehr heiß da, wir erwarten auch gegen das AEK, die einzige griechische Mannschaft, die aktiv sind im europäischen Wettbewerb, erwarten wir viele Fans da. Wir haben letztes Jahr in dieser Arena gegen AEK gespielt und ja, es ist eine Ehre für mich und auch für die Mannschaft, dass wir die Chance haben, BBL zu repräsentieren und auch, dass wir Ludwigsburg repräsentieren in einem internationalen Wettbewerb. Der Decker wird ein bisschen vor 5 gestellt, dass wir pünktlich im Flughafen kommen können. Und wir fliegen natürlich morgen früh nach Athen und haben 2 Tage Vorbereitung da. Und dann natürlich spielen wir Freitag
Nachmittag, ich glaube, Local Time ist 18:30 und Central European Time ist, deutsche Zeit ist 17:30. Aber ein paar Trainings da, wir haben schon viele Video geguckt und auch trainiert, was die also Walkthroughs und Sachen gemacht die letzte Wochen, wo die Spieler nicht wussten, dass es war für Monaco und nicht für Bayreuth und nicht für Tübingen. Aber wir haben einen Head Start. Das ist ein Nachteil, dass wir schon in der BBL 3 Spiele in 5 Tagen spielen und Monaco ein Spiel in 2 Wochen. Die letzte 2 Wochen gespielt hat, aber das ist etwas für die Liga zu überlegen. Aber wir gehen da und wir haben keine Ausrede. Wir würden alles geben, um diese Titel zu holen.